Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Urban Nightmare mit Tifa. Hallo. Und jetzt bin ich dieser Macho-Typ hier, ne? Ja. Ja, wir bolzen mal mit dem Schneider. Ah, da schneiden wir uns einfach durch. War doch ganz einfach. Ein Schnitt und schon hat's funktioniert. Yeah. Batterie erhalten. Wurde zugeschmeißt. Krieg ich nicht auf. Die Säcke sind voller Knochen. Hast du nicht noch eine leicht aggressivere Stimme? Ist doch egal! Nee, keine Ahnung, wie die Stimme war. Kommt mir bekannt vor, so eine Ausrüstung habe ich mal in der Pathologie gesehen. Jetzt klingst du wie Lukas. Lauter Schädel. Die haben ja nette Hobbys. Ja. Ach ja. Ach ja, dieses Dreck. Irgendeine Missgeburt. Rührt sich kein Stück. Stimmt, hier musste man ja aufpassen. Die Brühe steht hier schon ein paar Jahre. Hey, nehm die Flasche Wein mit. Komm, immer gebrochen. Ich rate mal, wir sterben, wenn wir da durchlaufen. Wir speichern mal. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Doch nix. Okay. Rohrbombe erhalten. Yeah. Das passt doch zur Masse. Nichts Besonderes. In der Kiste sind lauter verschlissene Handschuhe. Leer. Wofür das Zeug auch immer ist, ist mir egal, Mann. Müssen wir weg. Das sind irgendwelche Drähte. Ein paar Sicherungen, keine Ahnung, wofür die sind. Irgendwelche verrosteten Werkzeuge. Eine durchlöcherte Bedienungsanlage für irgendeine Maschine. Nichts drin. Okay, da geht's weiter, das Kabel. So ein Scheiß, das war eine Alarmanlage. Vielleicht fällt die Alarmanlage bei der Tür aus, wenn ich die Sicherung ausschalte. Ich versuch's einfach mal auf mein Glück. Versuch einfach mal mein Glück so rum. Hier, da hätte jeder drauf kommen können. Sogar der Vollpfosten hat's geschafft. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Anscheinend haben die Lampen keinen Strom. Er ist so schlau. Hier war anscheinend mal ein Durchgang. Ein Glück habe ich immer eine Rohrbombe dabei. Ja, die benutzen wir gerade mal schnell. Kamen wir nicht hier unten her? Das weiß ich gar nicht mehr so. Dort geht es nicht weiter. Abgeschlossen. Nun muss ich die Bombe nur noch anzünden. Uns fehlt noch das Feuerzeug. Boing. Ja, okay. Mal gucken, ob die Stromsachen wieder gehen. Er lässt die Sicherung erstmal aus. Ich hier nicht meine Taschenlampe benutzen. Aha. Nö. Der ist so blöd. Ja, kombinieren. Yeah.
Nichts tun. Und rüber wieder. Oh, wie geil. Streichholzschachtel erhalten. Ja. Jetzt können wir. Ein uraltes Faxgerät. Ladegeplatzte Glühbirnen. Der PC muss doch bestimmt schon 20 Jahre alt sein. Hier wird wohl ein Stromteiler sein. Verteiler. Ja, also wir wollen da nicht so gleich sein. Die wurde zugeschweißt, kriege ich nicht auf. Okay. Auseinandernehmen. Nicht nötig. Okay. Wir kamen, glaube ich, hier unten her. Hier so. Ja. Krieg ich nicht auf. Komm, lass mal die Bombe hochgehen. Lass mal mich hier unten nach der Tür noch kommen, verdammt. Was für eine Dreckstür ist, die Dreckstür da. Da geht gar nichts, geht hier überhaupt nichts. Der kurbelt sie nichts an, Mann. Ich bin so hart. Hart bin ich. Ja, benutzen. Pisst euch oder ich prügel euch das letzte Stück Gehirn aus dem Kopf. Der Einzige, der es richtig macht. Mit den Pissern. Immer mitten in die Fresse rein, ey. Die nerven mich jetzt auch an den Mund nicht voll. Ah, ist eine Videosequenz, ich brauche gar nicht klicken. Vielleicht wird Christina auch mal so enden. Ich werde sie erschlagen, wegen irgendeiner Nichtigkeit. Warum habe ich so große Angst, sie zu verlieren? Weil ich denke, dass sie mir gehört. Nein, sie ist nicht einfach nur ein Ding für mich. Ein Ding kann man ersetzen, Christina nicht. Ich kann nicht laufen, der läuft immer noch allein. Lass ihn doch. Er ist wie ein Käfer, er läuft und läuft und läuft. Schau mal. Oh, die haben uns das erste Mal getroffen. Wir sitzen sogar dort. Ich habe komplett den Verstand verloren. Glaub mir, das ist besser so. Hat er sich gerade selber den Hammer gegeben? Warum tut ihr das? Ich habe euch überhaupt nichts getan. Ich kann doch nichts dafür, dass Marcel so ausgeflippt ist. Und trotzdem will mich hier jeder umbringen. Was jammerst du herum? Tu so, als ob du kein Messerchen drüben könntest. Doch dann wärst du nicht hier. Jeder ist hier, weil er es verdient hat. Also auch ihr, ihr Schlamm. Dann kann ich euch ja auch umbringen. Es ist immer das Gleiche mit diesen arroganten Leuten von draußen. Sie verstehen es einfach nicht. Wie soll ich es denn auch verstehen, wenn es mir niemand sagt? Du musst das selbst erkennen. Und was ist, wenn ich es nicht erkenne? Dann bist du für alle Zeit verloren. Ihr werdet mich sowieso töten. Das haltet... Ihr von Anfang an geplant? Das hattet, nicht haltet. Was hattet ihr von Anfang an geplant? Ihr werdet mich nicht gehen lassen. Mir ist egal, was die Männer beschlossen haben. Ja, ich will mir die Hände nicht schmutzig machen. Aber wir werden dir auch nicht helfen. Du kannst schon froh sein, dass wir die Männer nicht holen. Punkt, Punkt, Punkt. Das machen wir aber nicht umsonst. So ein reicher Schnüdel wie du hat doch bestimmt viel Geld da bei sich. Was? Das ist alles?
Das war sie. Nein, das war sie trägt. War die, ja, die mittlere ist die Piepsstimme, die rechte. Das, was sie trägt, sind doch bestimmt Markenklamotten. Die werden bestimmt einiges bringen. Zieh sie aus. Ich? Nein. Was? Was soll ich ausziehen? Alles! Die lässt sich wirklich alles gefallen, ey. Hallo, ist voll das Pornospiel geworden. Natalie. Natalie. Hallo? Sie läuft nackig rum. Yep. Du bist der Schatten, oder? Nein, Natalie, ich bin du, aber ich bin auch nicht du. Ich bin das, was du gerne sein würdest. Ich bin dein böser Zwilling. Was? Was willst du von mir? Bist du es nicht langsam leid, Natalie? Wie sie dich ständig schlecht behandeln, auf dir herumtrampeln, dich sogar töten wollen. Ich weiß, dass du das nicht mehr lange aushältst. Aber ich kann es aushalten. Mir macht das auch nichts aus. Ich weiß, wie man sich zur Wehr setzt. Lass uns die Plätze tauschen. Ja, du hast recht. Ich kann nicht mehr. Das ist zu viel für mich. Ich überlasse ab jetzt alles dir. Dumm. Das kann ich gebrauchen. Was für ein Psychospiel. Jo. Die Tür ist verschlossen. Ah ja. Ich sehe, dass der Tisch blinkt, egal. Ein Wasserspender. Irgendwelche uninteressanten Bücher. Du bist jetzt die böse Hälfte. Muss ich jetzt auch irgendwie noch linkisch klingen oder was? Dietriche erhalten. Nichts drin. Ein paar Gesellschaftsspiele. Das war ja easy. Stab mit Haken erhalten. Bei der gucken Knochen aus dem Kopf raus. Oder haben die eine Schleife? Nee, das ist, glaube ich, die Ohren und eine Schleife. Die Vase ist leer. Die Tür ist verschlossen, dafür habe ich aber auch Dietriche. Was weht denn da? Ich möchte den schweren Stab nicht die ganze Zeit mit mir herumschleppen. Ich lasse ihn hier. Oh, nein, ey. Auf dem Zettel stehen 6 Ziffern. 519037. Hinweis erhalten. Klick doch mal. Also nochmal. 51. Ich kann lesen. 519073. Yep. 037, so. Wir haben doch Dietrich hier. Das heißt, wir können gleich. Bonhoeffern. Bonhoeffern? Ja. Im Karton sind ein paar zerfletterte Comics. Dietrich Bonhoeffern? Vergiss es. Okay.
Mehrere Säcke voll Zement. Leer. Verlängerungskabel erhalten. Oho. Nichts drin. Halb verfaulte Mandarinen. Die kann man noch essen, die sind nur zur Hälfte verfault. Geräucherter Schinken. Also den kann man auf jeden Fall noch essen. Im Sack sind Kartoffeln. Im Karton sind lauter Konservendosen. Kriege ich nicht auf. Leer. Tauchpumpe erhalten. In den Säcken ist Mehl. Krieg ich nicht auf. In den Säcken ist Mehl, ich krieg's nicht auf. Das ist ein Unsinn. Die Tür ist verschlossen. Sie hat zwei Schlösser. Bei einem muss man Zahlen eingeben, bei dem anderen Buchstaben. Welche Zahlen soll ich eingeben? Wie wär's mit 5, 1, 9, 0, 3, 7. Seltsam, das waren die Zahlen vom Zettel. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Vielleicht hat sie sich verzettelt. Yeah! Gut. Wow. Das war Assi. Ja. Erstmal hat diese blöde Kuh sich leichter fangen lassen. Ich beeil mich, um schnell wieder da zu sein, wo wir waren. Nimm doch gleich den Zettel mit. Ja, wollte ich doch. Waren wir bereits drin? Ja. Wenn nichts mehr aufleuchtet? Nee, wenn Sachen in Schränken sind. Die Tür ist verschlossen. Muss ich jetzt nicht vorlesen. Wir sind gerade am So. Halt, das mit den Zahlen müssen wir nochmal schnell machen. Vielleicht muss man erst die Zahlen eingeben. Du meinst die Buchstaben. Nichts Interessantes. Cool. Ein Billardtisch. Ein Flipper. Gesundheit. Danke. Jemand hat etwas mit Kreide an die Wand gezeichnet. Die gefüllten Felder haben sicher eine Bedeutung. Ja. Nur welche wissen wir leider noch nicht. Finden wir auch noch raus. So, da und da. Hat mir schnell mal aufgemalt, wie das aussieht.
Da gehen wir diesmal nicht rein. Auf dem Zettel steht Ziffern vertauschen, Ziffer 1 und 3, Ziffer 5 und Ziffer 4 und 5. Moment, Ziffer 1 und 3. Das heißt, das wären 4 und 5. Das heißt, das wären 439 0 1 7. Genau. Klar. Der Schrank ist leer. Im Schrank sind Pullover und weiße Socken. Dann nimm sie mit. Du hast nur Lumpen an. Die Tür ist verschlossen. Wirfen wir das übers Bett raus, dann ist uns das eh egal. Jetzt weiß ich, was das andere zu bedeuten hat. Kombinieren. Bin jetzt mal gespannt. Ich auch. Brauche nur Buchstaben kommen dazu. Eine Luke. Wir speichern trotzdem mal sicherheitshalber. Und was sich in der Luke verbirgt, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.